Super leckerer Keto-Auflauf. Als erstes kochst du circa 500 Gramm Blumenkohl ab. Dann schnappst du dir eine Pfanne und erhitzt ein wenig Olivenöl. 500 Gramm Hackfleisch darin anbraten. In der Zwischenzeit schneidest du dann eine Zwiebel und zwei Knoblauchzehen klein. Dann erstmal die Zwiebeln zum Fleisch dazugeben und dann schon mal den Blumenkohl abgießen. Jetzt eine kleine Zucchini klein schneiden und auch einmal zum Fleisch dazugeben. Dann kannst du deinen Blumenkohl schon mal in eine Küchenmaschine geben. Circa 2 Esslöffel Butter hinzufügen und circa 100 bis 120 Milliliter Sahne. Jetzt nur noch mit ein wenig Salz und Pfeffer würzen. Jetzt fügst du noch schnell den Knoblauch zum Fleisch hinzu. Mit 200 Milliliter gehackten Tomaten ablöschen, mit Gewürzen abschmecken und in eine Auflaufform umfüllen. Und jetzt das Blumenkohlpüree draufgeben. Optional kannst du dann noch ein bisschen Cheddar draufgeben. Und jetzt bei 200 Grad Umluft für 25 Minuten in den Ofen geben.